Der kleine, dicke, unförmige Mann, das war ich. Und hier ein ganz spezieller Schmetterling, ein kleiner, ein Spreizflügelfalter. Es gibt nicht viele von diesen ca. 17 Arten in Europa. Und etwa 5 mm. Ja, so. Er ist so klein. Sehr klein. Man sieht es gut an der tiefen Schärfe. Ne? Ja, ja. Mit dem Scharf hinten und vorne schon wieder unscharf. Ja. Sehr schwierig zu filmen. Ein alter Bekannter, der Kratzdistelrüssler. Das ist der zweite Teil. Der erste Teil, der war im Teil 50. Der Schlaf des Gerechten. Genau. Er träumt. Von der Paarung nehme ich an. Sie haben intensive Paarungsrituale. Ja. Also es geht da schon heftiger zu als bei anderen. Ja, ja. Auch er motiviert mit den Füßen irgendwie, mit den Beinen. Ob sie motiviert, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls, es muss wieder auf den Stacheln sein. Anders ist das für sie offensichtlich nicht denkbar. Ja. Und da hinten, da spaziert noch eine Blattlaus, oder? Ja, genau, sie ist auf dem Weg zur Arbeit, oder? Sie haben versucht, sich zu verstecken vor der Kamera. Und wie wir sehen, es ist sehr gut gelungen, oder? Ja, ja. Aber hier ist sie am Fressen, oder? Ja, ja. Kopf in die Blüte und dann können wir sie nicht mehr sehen. Ja. Sie sind also absolut unsichtbar jetzt. Ihm ist es egal, oder? Völlig egal. Aber ich denke, sie interessiert sich mehr für das Fressen als für die Kamera. Ja. Und wichtig, die Beinarbeit, oder? Ja, ja. Das ist schon ein Bild, oder? So ja. Auf der Blüte. Wir haben nie gesehen, wie nachher die Entwicklung aussieht. Von diesen Käfen. Ja, die geschieht vermutlich im Verborgenen. Ja, wahrscheinlich. Also, ja, wir haben das nie beobachtet. Ein weiches Bett. Ja. Das heißt, ein größerer Futterplatz für die Dame. Ja. Genau. So, jetzt sind wir bei der Polsterfliege angelangt. Genau. Da gibt es auch verschiedene Arten, oder? Ja, ich habe sehr wenig gefunden über Polsterfliegen. Es wird eine beschrieben, aber die sieht ganz anders aus als diese. Ja, man erkennt sie einfach am braunen Rücken, ja. Braunen, haarigen Rücken. Ja. Es war einfach eine schöne Aufnahme. Ja, und
Sie wurde ja beauftragt, unsere Klammer zu reinigen, aber sie hat das völlig falsch verstanden. Sie reinigt nur sich. Das war ein Missverständnis. Das ist dieser kleine Spreizflügel, oder? Ja, ja. Der hat es falsch erklärt. Und wenn wir sie darauf aufmerksam machen, dass sie unsere Klammer reinigen soll, schaut sie so störrisch rein, oder? Ja, ja, sie hat gar nichts kapiert. Sie stellt sich dumm. Mit der hier konnten wir überhaupt nicht sprechen. Das ist eine Biene. Ja, wieder eine hungrige Furchenbiene. Und du hast mir erklärt, die Furche, das sieht man am Hinterteil. Ja, hier sieht man hier sehr gut, ja. Ja. Deshalb nennt man sie Furchenbiene. Daher kommt der Name, ja. Und es gibt ganz verschiedene Arten von diesen Bienen. Kleinere, größere. Also verschiedenfarbige. Ja, ich kann das nicht bestimmen. Ja, sie sind schwer auseinanderzuhalten, genauso ja. Wie diese da auch. Oder? Ja, die Halmwespe, eine Halmwespe. Sehr lange Beine auf jeden Fall. Ja, ja, und sie gehören zu den Blattwespen. Und das sind auch Wespen, die nicht stechen können. Ja, ja. Also die wenigsten Wespen stechen. Ja. Diese hier, die Halmwespen, die sind, es gibt solche, die richten Schaden an Pflanzen, das heißt, ihre Larven schädigen gewisse Pflanzen. Aber auch nur, wenn sie häufig sind. Ja, ja, wenn sie in Massen auftreten. So ein paar ja. Einzelne Exemplare machen da. Nein, sicher nicht, ja. Kein Problem. Und wir sehen sie nicht sehr häufig, diese Halmwespen. Sind selten. Aber auch eine schöne Aufnahme. Ja. Und ich finde, es ist eine hübsche Insekte, schön schlank. Ja. Eine Fliege. Eine kleine Unbekannte. Es gibt so viele verschiedene Fliegenarten. Ja. Es ist unglaublich und die dann auseinanderzuhalten ist immer sehr schwierig. Es könnte eine Raupenfliege sein mit diesen Stacheln hinten, aber ich habe nichts gefunden. Sie ist schon noch speziell. Ja, hübsch. Das wär's. Bis später. Bis dann.